Heute werfen wir einen kurzen Blick auf die Neuausgaben der Deutschen Post für Juni 2023. Quelle der Abbildungen ist das Bundesministerium der Finanzen. Herausgegeben wurden die nachfolgend gezeigten Marken alle am 1. Juni 2023. Michelnummer 3768. Die abgebildete Marke wurde anlässlich des Schleizer Dreiecks herausgegeben. Das Schleizer Dreieck ist eine Motorsport-Rennstrecke in Thüringen nahe der Stadt Schleiz. Als älteste Naturrennstrecke Deutschlands ist sie bis heute bekannt für Straßenrennen und wird sowohl für historischen Motorsport als auch für internationale Wettbewerbe wie beispielsweise die internationale deutsche Motorradmeisterschaft genutzt. Am 10. Juni 1923 fand das erste Rennen im Rahmen einer sogenannten Brennstoffprüfung statt. Ziel war es, mit einer Kraftstoffmenge von 5 Litern so schnell und so weit wie möglich zu fahren. Gestaltung der Briefmarke durch Hanno Schabacker. Michelnummer 3769. Am 1. September 2022, dem Welttag des Briefeschreibens, rief die Deutsche Post erneut zu einem Wettbewerb auf. Dieses Mal richtete sich der Appell, eine Briefmarke zum Thema Demokratie zu gestalten, an 14- bis 18-Jährige. Mehr als 900 kreative und engagierte junge Menschen reichten ihre Entwürfe ein, von denen eine Jury aus namenhaften Mitgliedern die 10 besten kürte. An dem darauffolgenden bundesweiten Online-Voting beteiligten sich 21.000 Wählerinnen und Wähler und stimmten für ihre Favoriten. Gewonnen hat die 16-jährige Leonie, deren Motiv eine lächelnde Erdkugel mit regenbogenfarbenem Band, Friedenstaube, demonstrierenden Menschen und einen Brief als Zeichen für die freie Briefwahl, nun als offizielles Postwortzeichen der Bundesrepublik Deutschland erscheint. Gestaltung des Postwortzeichens durch Jan-Niklas Kröger. Michelnummer 3770. Im Juni 2023 wird Berlin zur Hauptstadt der Inklusion. Mehr als 7000 Sportlerinnen und Sportler werden dann in der ganzen Stadt ein Zeichen setzen für mehr Teilhabe von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in unserer Gesellschaft. Sie werden aus annähernd 200 Ländern dieser Welt zu den Weltspielen von Special Olympics anreisen. Zum ersten Mal findet dieses weltgrößte Inklusionssportereignis in Deutschland statt und avanciert gleich zum größten Sportfestival seit den Olympischen Spielen 1972 in München. Gestaltung des Postwertzeichens durch Susan Stefanitzen. Michelnummer 3771. Menschen, Tiere und Pflanzen sind auf eine intakte Natur, auf biologische Vielfalt und stabile Klimaverhältnisse angewiesen. Ohne diese Grundvoraussetzung können sie nicht überleben. Doch unsere Wirtschafts- und Lebensweise, vor allem unser Umgang mit Ressourcen und Konsumverhalten, verursachen seit Jahrzehnten irreparable Naturzerstörungen und immense Umweltschäden. Zudem treten die Folgen des Klimawandels immer deutlicher zutage und vernichten vielerorts die Lebensgrundlage von Menschen, Tieren und Pflanzen. Um dem entgegenzuwirken, braucht es ein größeres Bewusstsein dafür, dass die Zerstörung der Natur nicht nur Fauna und Flora, sondern auch den Menschen in seiner Existenz bedroht. Gestaltung des Postwertzeichens durch Thomas Steinacker. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Also bis dann, tschüss!